Guten Morgen, meine Lieben. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich mache mal gerade die Fingernägel. Ich habe ja jetzt 2 Tage voll gearbeitet, also von morgens bis abends und im Nagelstudio. Und ich hatte euch in einem der letzten Vlogs noch erzählt, dass ich erst in der 12. Woche zum Arzt gehe, zur Schwangerschaftsvorsorge. Und das ist auch eigentlich immer noch mein Plan. Aber ich bin wieder in so einer Schwangerschaftsgruppe auf Facebook, wo alle so weit schwanger sind wie ich. Und da ging dann die Diskussion heute Morgen los wegen Corona und Schwangerschaft und Kontakt zu anderen Menschen und ob man dann arbeiten darf. Und manche haben dann gesagt, die sind schon im, dieses Verbot zu arbeiten. Wer ist es denn? Beschäftigungsverbot, glaube ich, ja. Und ja, dann hat es bei mir angefangen zu rattern, weil ich will natürlich kein Risiko eingehen. Ich glaube, ich bin sowieso risikoschwanger, dadurch, dass ich schon so alt bin und dann Fehlgeburt und so. Da habe ich angerufen beim Frauenarzt und hatte die gefragt. Ja, und sie war sich dann selber auch nicht sicher. Die hat dann gesagt, rufen Sie nachher nochmal an. Und sie spricht mit dem Doktor. Also jetzt einfach nicht, ob ich jetzt schon zur Kontrolle kommen soll, weil der kann mir ja eh nicht helfen. Also wenn ich jetzt zum Arzt gehe und der stellt irgendwas fest, keine Ahnung, was auch immer der feststellen sollte, die können einem ja nicht helfen, außer dass sie sagen, Ruhe, sie müssen sich schonen. Und das mache ich eh weitestgehend. Also ich trage den Hund nicht mehr, heb den nicht mehr, weil sonst sind wir immer hier hinten den Balkon runtergegangen, die Treppe in den Garten, und jetzt gehe ich mit ihm immer vorne rum am Halsband, weil ich ihn halt nicht mehr tragen möchte, soll, wie auch immer. Der wiegt 16 Kilo, ich weiß nicht, vielleicht ist das auch nicht schlimm, aber ich lasse es lieber. Und allgemein hebe ich nicht schwer, ich versuche mich zu entspannen und habe auf der Arbeit auch nicht so einen Termin nach dem anderen wie früher, sondern mache das ganz gechillt. Und wenn dann halt 1-2 Termine am Tag weniger sind, dann ist das so. Aber einfach, dass ich nicht so Stress habe, das mache ich alles. Ja, und jetzt warte ich halt auf den Rückruf vom Frauenarzt, oder ich rufe da gleich nochmal an. Ob ich jetzt ein Beschäftigungsverbot, ist es ja nicht, weil wir ja halt, also ich muss ja nicht meinem Arbeitgeber irgendwas geben oder so. Ich höre dann halt einfach auf zu arbeiten. Keine Ahnung, das macht jetzt den Kohl auch nicht mehr fett bei Corona, sag ich mal. Aber ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich bin gespannt, was der sagt. Die werden bestimmt erstmal sagen, kommen Sie sofort zur Vorsorge. Also halt mit Termin, nächstmöglichen Termin. Und was sie auch geschrieben haben in der Schwangerschaftsgruppe, dass ja jetzt halt viele Geburten sind ohne Partner. Und das würde ich ganz schrecklich finden, wenn ich ohne Bernd da... Dann mache ich eine Hausgeburt, habe ich schon gesagt zum Bernd. Ob ich eine Hebamme finde oder nicht, ich will da nicht alleine entbinden im Krankenhaus. Weil man gibt ja seinem Partner auch so, keine Ahnung, zum Beispiel möchte ich nicht, dass das mit einer Saugglocke geholt wird oder so. Klar, im Notfall, ne? Aber halt so bestimmte Sachen. Und der Partner soll ja dann halt auch darauf achten, weil man irgendwann ja auch nicht mehr so bei Sinnen ist und nicht mehr so klar denken kann. Und dann ist ja der Partner da, um aufzupassen, dass das alles eingehalten wird, würde ich jetzt mal sagen. Aber wenn man dann halt ohne Partner ist, vor allem ist es ja auch so, wenn ich mit meinem Partner immer zusammen bin und der hat Corona, dann habe ich das ja auch. Und dann ist es egal, dann kann der auch dabei sein an meinem Kopfende, würde ich jetzt sagen. Aber ja, ich mache die Regeln nicht. Es ist halt so. Oder Mundschutz bei der Geburt für auch voll so am Hecheln. Das ist schon echt heftig mit diesen ganzen Vorlagen. Aber dann ist ja Winter, dann ist nicht mehr so warm. Aber bei der Geburt mit Mundschutz, weiß ich nicht, muss man dabei Mundschutz tragen? Oder 2 Wochen vorher in Quarantäne? Keine Ahnung. Schwanger in diesen Zeiten, das ist echt, ja, muss man mal drüber nachdenken, wie das dann alles so ist. Ach ja. So, jetzt habe ich meine Nägel wieder etwas in Form gefeilt. Ich habe die ja immer so rund, mandelförmig, und ich mache mir kein Gel drauf. Falls ihr euch fragt, warum, Ela, du arbeitest im Nagelstudio, warum machst du dir kein Gel drauf? Hatte ich immer.
Ich hatte alle möglichen, mehr ging gar nicht. Steinchen, Stempel, Farben, alles. Und jetzt habe ich immer nur noch den Nagellack von DM drauf. So, und das mache ich ganz einfach hier. Weil ich einfach keine Lust mehr habe. Ich habe die jetzt, weiß ich nicht, seit 2-3 Jahren ab, die Nägel. Weil wenn du im Nagelstudio arbeitest, dann sagen immer alle, zeig mal deine Nägel, zeig mal deine Nägel. Dann müssen die immer tipptopp aussehen. Das heißt, ich müsste mir die alle 2 Wochen spätestens machen. Und bei mir selber ist das total der Krampf, weil ich ja nur eine Hand nach der anderen machen kann. Und dann sitze ich da 3-4 Stunden alle 2 Wochen und da habe ich echt irgendwann keinen Bock mehr drauf gehabt. Und deswegen habe ich die abgemacht. Und da meine Naturnägel ja auch, also die sind ja nicht schlecht. Ich zeige euch die nochmal. Die sind ja also lang. Ich züchte die. Ich habe die jetzt halt letztens einmal kurz gesäbelt in der Corona-Zeit. Weil wir so viel im Garten gemacht haben und dann hat mich das gestört, wenn die so lang sind. Dann habe ich die halt ziemlich kurz gesäbelt und jetzt wachsen die wieder. Und das reicht mir, ich brauche da kein Gel. Und so mache ich mir alle 3-4 Tage den Nagellack drauf und alles ist gut. So, und die wieder fertig. Ich habe schon mit Calvino gerade hier Homeschooling gemacht, was die aufhaben. Und jetzt ist er in seinem Zimmer. Also bei uns an der Schule, die kriegen das gar nicht hin mit der Organisation. Da ist totales Chaos. Wir kriegen jeden Tag gefühlt einen Elternbrief mit anderen Schultagen. Die haben ja jetzt einmal in der Woche Schule, die Kinder, also bei uns an der Schule, und haben die Klassen in mehrere Gruppen aufgeteilt. Und das ist richtig unorganisiert. Jeden Tag kriege ich einen Brief, dass ein anderer Schultag ist für Calvin. Und ich trage mir das ja dann immer im Kalender ein. Und gehe dann an den Tagen arbeiten, wo er Schule hat. Nächsten Tag kriege ich wieder einen Brief, dann ist wieder ein anderer Tag, dann model ich wieder alles um. Nächsten Tag kommt wieder ein Brief, dass, Entschuldigung, wir haben da was verwechselt, da ist wieder was anders. Und also es ist ein Kuddelmuddel, unglaublich. Aber es nutzt ja nichts, die machen es ja nicht extra, ich weiß, aber andere Schulen kriegen es irgendwie alle gebacken, wo ich somit spreche, nur unsere Schule nicht. Und jetzt haben die noch, ich glaube, 6-mal Schule und dann sind Ferien. Ich habe jetzt den Haushalt soweit alles fertig und war mit dem Hund spazieren und ja, dann war ich auf Toilette. Und das wäre wahrscheinlich einer normalen Frau gar nicht aufgefallen. Aber da war so ein mini, mini, mini Ding Blut. Das ist jetzt so ungefähr eine Stunde her. Seitdem ist gar nichts mehr. Ich weiß gar nicht, wie ich die Größe beschreiben soll. Das war so nicht mal stecknadelgroß. So mini war das, richtig klein. Und ich habe das nur gesehen, weil ich natürlich dadurch, dass ich die schlechten Erfahrungen gemacht habe im Februar mit der Schwangerschaft, mit dem frühen Abgang, gucke ich natürlich jedes Mal, wenn ich auf Toilette gehe. Deswegen sage ich, eine normale Frau hätte das wahrscheinlich gar nicht gesehen. Ja, und deswegen habe ich mich jetzt hier rausgesetzt. Hier. Hab die Füße hochgelegt. Einen Sonnenstuhl und versuche zu entspannen, was nicht so einfach ist. Es wird schon alles gut sein. Das war ja letzte Mal ganz anders. Und das hat ja auch sofort wieder aufgehört. Das war ja nicht mal Blut, das war ja nur so ein... Ach, alles ist gut, alles ist gut. Es kommt sowieso alles, wie es kommen muss. Kann man eh nicht ändern. Es nutzt nichts, wenn ich mir den Kopf mache. Die Zeit wird alles bringen. Ich muss mich jetzt ablenken. Es kommt gleich eine Freundin vorbei. Dann können die Kinder spielen und wir können quasseln und uns ablenken.
Ja, Bernd kommt auch nachher nach Hause, der hat auch frei. Und der wollte dann, ich habe euch ja gestern erzählt, dass wir am Laden diesen Zaun machen möchten fürs Murphy, dass er da freilaufen kann, auch mit uns. Also wenn wir halt draußen sitzen im Sommer oder dass wir auch mal lüften können, weil es ist total stickig bei uns im Laden jetzt, auch wenn es so 23 Grad sind oder so, dadurch, dass wir so eine große Fensterfront haben, ist es enorm stickig bei uns. Und ja, den Zaun wollte der Bernd schon mal grün streichen, weil der Rest vom Zaun ist ja auch grün. Und damit das so optisch passt, hat er gesagt, dann macht er das heute hier. Wenn ich eh Besuch habe von meiner Freundin, dann könnt ihr das schon mal am besten in der Garage streichen. Dann kann das da in Ruhe trocknen und dann kann er das zusammenbauen. So ist der Plan für heute. Ich bin wieder alleine jetzt. Meine Freundin ist wieder nach Hause gefahren und ich hatte schon vor dem Besuch alles hier vorbereitet. Fürs Essen heute Abend, ich habe Kartoffeln geschält, dazu gibt es dann Erbsen und Möhren, da mache ich immer einfach so Mehl mit Zucker rein und dann wird das gleich so geschmort. Und die Tiefkühlkohlrabi, die ich meine Metro gekauft habe, die koche ich gleich. Dazu gibt es dann ein Süßchen, ganz einfach, und das verfeinere ich dann mit so einer Schlagfix-Sahne nachher. Und dann gibt es sowas noch dabei. Das sind so Blumenkohl-Käse-Medaillons. Und für die Veganer unter uns gibt es dann noch Nuggets. So. Und das brauche ich jetzt eigentlich alles nur noch anmachen. Und dann ist es fertig. Ich mache jetzt hier noch eben so das ganze Party-Tablett eben aufräumen. Alles in die Spülmaschine. Ja, und es geht mir auch schon wesentlich besser. Also die Blutung ist tatsächlich weg. Es ist nichts mehr. Also was heißt Blutung? Es war keine Blutung. Das war... Ich zeige euch das. Also ich zeige euch nicht das Blut, sondern ich zeige euch, wie groß der Tropfen oder Punkt war. So. Und das war in Rot zu sehen. Ja, also das kann man jetzt nicht wirklich Blutung nennen, wer weiß, was das war. Und es ist nichts mehr da. So, von daher gehe ich davon aus, dass alles tutti ist da bei mir im Bauch. So. Dann wollte ich mich noch bei euch bedanken für diese vielen, vielen Glückwünsche von euch. Ich habe mich mega gefreut und Bernd natürlich auch, ja, dass ihr uns so gratuliert habt zu der Schwangerschaft und ja, Beistand so vom letzten Mal auch nochmal. Da waren, ihr wart so lieb, ihr habt mir so viele liebe Nachrichten geschickt und ja, ganz lieben Dank dafür. Wir haben uns super gefreut und ich konnte das gar nicht für mich behalten. Weil auch in den Kommentaren stand, ja, aber Michaela, jetzt machst du das, was du letzte Mal bereut hast. Ja, das stimmt. Einerseits, ich habe es bereut, aber in dem Sinne, weil ich Angst hatte, dass jetzt alle auf mich zukommen und mit mir darüber reden möchten. Also damals die Fehlgeburt halt. Davor hatte ich Angst, aber das hat keiner gemacht, weil, ja, alle haben sich so zurückgehalten. Und ich könnte jetzt nicht 3 Monate lang Videos drehen und euch das nicht erzählen. Das geht nicht, weil es besteht jetzt nun mal mein Tag daraus, mir Gedanken zu machen, ob ich zur Hebamme gehe oder zum Frauenarzt oder beides oder wo ich entbinden möchte. Über halt diese ganzen Schwangerschaftswehwehchen, davon, ja, dreht sich jetzt halt viel in meinem Alltag ab und darüber möchte ich mit euch reden. Ich glaube, der Hund ist auf dem Tisch. Smurfy runter! Aber ganz schnell! Gehst du da runter? Ab! Runter! Ab. Ja, ich heb den ja nicht mehr. Ich schubs den jetzt immer so, wenn er nicht freiwillig geht, weil ich ja nicht mehr so schwer heben darf, möchte. Ja, jedenfalls, deswegen musste ich euch das erzählen, einfach weil es in meinem Alltag jetzt ganz präsent ist. Und dann kann ich das nicht für mich behalten. Und deswegen habe ich das. Und weil es einfach auch schön ist, das zu erzählen.
Ja gut, meine Lieben, ich werde den Vlog jetzt hier wieder beenden und ich danke euch wie immer fürs Zuschauen und ich hoffe, ihr schaltet beim nächsten Mal auch wieder ein und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Ich habe euch noch was zu sagen. Mir ist nämlich gerade beim Schneiden von diesem Video aufgefallen, dass ich mehrere Themen angesprochen habe und die dann gar nicht mehr aufgegriffen werden in dem Video. Erstens habe ich erst gesagt, der Bernd macht den Zaun, während ich mit meiner Freundin rede. Und dann habe ich euch gerade beim Essen machen erzählt, dass der Bernd gleich von der Arbeit kommt. Das könnte verwirrend sein. Deswegen kläre ich euch auf. Bernd ist doch nicht nach Hause gekommen. Der musste länger arbeiten. Da waren verschiedene Umstände, die dazu geführt haben, dass er bis 19 Uhr arbeiten musste. Und deswegen ist er dann doch nicht hier gewesen. Und ihr habt ihn gar nicht gesehen, glaube ich, in diesem Video. Und des Weiteren wollte ich noch sagen, dass der Frauenarzt, da hatte ich euch ja am Anfang vom Video erzählt, dass ich gefragt habe, ob ich so ein Beschäftigungsverbot brauche oder halt nicht mehr arbeiten darf. Und ich wollte euch sagen, was die Antwort war vom Frauenarzt. Und der konnte mir nicht sagen, wie das für Nagelstudio, Nageldesignerin aussieht. Und ich sollte meine zuständige Kammer erfragen, wie das da aussieht. Und keine Ahnung, ich halte euch auf dem Laufenden. Ich weiß es noch nicht. Jedenfalls konnte der Frauenarzt mir da nicht weiterhelfen. Und ich weiß es immer noch nicht. Ich gehe jetzt morgen erstmal noch ganz normal arbeiten. Also was heißt ganz normal? Unter Corona Vorgaben mit Plexiglasscheibe, Mundschutz und so habe ich ja sowieso immer um und Handschuhe und desinfizieren und alles desinfizieren. Das mache ich ja eh alles immer, auch schon vor Corona. Und ja, schauen wir. Ich informiere mich. Ich bespreche mich gleich mit dem Bernd und beratschlage mich. Und ja, so, jetzt aber nochmal vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns wahrscheinlich morgen wieder, denn morgen wird es wahrscheinlich wieder einen Vlog von mir geben. Tschüss!